Bei der Geburt meines zweiten Kindes 1993 gab es Komplikationen. Es musste eine temporäre Kolostomie angelegt werden. Es folgten dann mehrere Operationen, die also nicht den gewünschten Erfolg gebracht haben. Und 1998 habe ich dann endständig ein Kolostoma legen lassen. Am Anfang fiel es mir schwer, das Stoma zu akzeptieren. Doch, ich habe mich dann relativ schnell damit angefreundet, weil ich eben durch das Stoma auch wieder mehr Lebensqualität erhalten habe. Ich war vor der Stoma-Anlage komplett inkontinent, konnte das Haus nicht verlassen und mit dem Stoma konnte ich eben wieder rausgehen, konnte mich wieder frei bewegen, konnte am Leben wieder teilnehmen. Sehr gut, es gehört zu mir. Ich lebe mein Leben, ich unternehme alles, ich gehe schwimmen, ich treibe Sport, wir verreisen viel. Es beeinträchtigt mich in keiner Art und Weise. Im Krankenhaus habe ich von der Stomatherapeutin zweiteiliges System bekommen. Das habe ich dann so 6, 8 Wochen getragen. Dann habe ich angefangen, mich auf dem Markt umzuschauen, habe verschiedene zweiteilige und einteilige Systeme getestet. Und zwar der Einteiler ist einfach unauffälliger, diskreter, er ist flexibler, man kann sich einfach besser damit bewegen, man spürt ihn nicht. Es ist wesentlich angenehmer als ein zweiteiliges System. Der Softima Active ist sehr flexibel, die Basisplatte ist sehr dünn, der Beutel ist sehr weich. Die Folie raschelt nicht und die Filtereigenschaften sind sehr, sehr gut. Sich selbst auf dem Markt umzuschauen, also nicht nur auf das zu hören, was der Therapeut oder die Therapeutin vorschlagen, sondern selber zu schauen, was bietet der Markt, auszuprobieren, zu testen, um selber herauszufinden, was einfach das Beste ist.